Thema Umwelt wird in den Medien nahezu ausschließlich über CO2 als Auslöser des Klimawandels berichtet. Ich bin der Meinung, der Zustand unserer Böden hat einen viel gravierenderen Einfluss auf die Zukunft der Menschheit. Von diesem Thema wird aber verhältnismäßig wenig bis gar nichts berichtet. Mein Name ist Stefan Hügel, ich bin 31 Jahre alt und Mitgründer des Vereins Mineralienwende. Ich bin promovierter Bioverfahrenstechniker. Während meiner Doktorarbeit habe ich mich intensiv mit den Nährstoffkreisläufen der Landwirtschaft auseinandergesetzt. Dabei ist mir klar geworden, in was für einem schlechten Zustand sich unsere Ackerböden weltweit befinden. Unsere Böden werden durch gängige Praktiken der Landwirtschaft systematisch an Mineralien und Spurenelementen beraubt. Mit verheerenden Folgen für die Bodenfruchtbarkeit und auch für die Gesundheit der Menschen. 33% aller fruchtbaren Böden verloren von 1950 bis 1990. Wir Menschen können niemals gesünder sein als der Boden, in dem unsere Nahrung wächst. Noch 60 Ernten, dann ist Schluss. Mineralien und Spurenelemente sind von zentraler Bedeutung für die Landwirtschaft. Stehen sie nicht in ausreichender Menge und im richtigen Verhältnis zur Verfügung, entwickeln sich mangelernährte und krankheitsanfällige Pflanzen mit rückläufigen Erträgen. Im Grunde sind es hauptsächlich drei Dinge, die zu einem stetigen Verlust von Mineralien und Spurenelementen in den Ackerböden führen. Der erste Punkt ist der gestörte Nährstoffkreislauf. Ursprünglich wurden sowohl der Mist aus der Tierhaltung als auch menschliche Ausscheidungen auf dem Acker als Dünger verwendet. Dadurch blieb alles im Kreislauf. Heute sieht die Sache anders aus. Das kommunale Abwasser wird mit Industrieabwasser vermischt, in den Kläranlagen wird der Klärschlamm abgetrennt und in Deponien eingelagert, der flüssige Anteil wird in den nächsten Fluss geleitet und gelangt damit in die Weltmeere. Die Nährstoffe fließen also vom Land ins Meer, eine Einbahnstraße und das weltweit. Eine Wiederverwertung ist zwar technisch möglich, findet derzeit aber kaum statt. Die Nährstoffe, die in der Landwirtschaft benötigt werden, kommen nicht mehr aus dem Kreislauf, sondern werden extern synthetisiert oder in fossilen Lagerstätten abgebaut und zu Kunstdünger weiterverarbeitet. Der Energieverbrauch dafür ist immens, aber viel wichtiger ist, dass die Lagerstätten zunehmend aufgebraucht werden. Daraus folgt der zweite Punkt, die Art und Weise, wie in der Landwirtschaft gedüngt wird. Der am häufigsten verwendete Dünger ist der NPK-Dünger. Er enthält Stickstoff, Phosphor und Kalium, also drei Elemente. Pflanzen enthalten aber mindestens 14 verschiedene Elemente, die als essentiell gelten, also die sie zwangsläufig brauchen, um wachsen zu können. Wenn man auf einem Acker Jahr für Jahr mindestens 14 Elemente durch die Ernte entfernt und nur drei Elemente düngt, sollte jedem klar sein, dass sich im Boden ein Nährstoffungleichgewicht entwickelt. Der Boden verarmt auf lange Sicht. Diese systematische Verarmung der Böden ist heute leider die gängige Praxis. Als Folge daraus enthalten unsere Lebensmittel immer weniger Mineralien und Spurenelemente. Dazu gibt es einige Untersuchungen, die zeigen, dass verschiedenste Lebensmittel über die letzten Jahrzehnte immer weniger davon enthalten. Darüber hinaus gibt es neben den erwähnten 14 essentiellen Elementen noch eine Reihe weiterer Elemente, die für die Pflanzengesundheit von hoher Bedeutung sind. Diese werden bei der Düngung aber größtenteils völlig ignoriert. Das liegt auch daran, dass viele dieser Elemente in der Düngemittelverordnung gar nicht gedüngt werden dürfen. So auch beispielsweise Nickel. In Versuchen konnte gezeigt werden, dass die Düngung von Nickel den Ertrag von Tomaten verdoppeln konnte, wobei sich die Qualität der Früchte deutlich verbesserte. Hier gibt es mehrfach eindrucksvolle Studien, die zeigen, dass Nickel bei verschiedenen Pflanzen eine deutliche Ertragssteigerung bewirken kann. An der Gesetzeslage hat das leider bisher nichts geändert. Sogar Elemente, die für Menschen essentiell sind, wie Selen, Jod und Chrom, werden nicht gedüngt, obwohl auch diese positive Eigenschaften auf die Pflanzengesundheit haben. Und die dritte Ursache ist der weltweite Humusverlust in den Böden. Humus bildet sich durch den Abbau organischer Substanz im Boden und hat außergewöhnliche Eigenschaften. Er besteht aus riesigen Molekülen mit positiven und negativen Oberflächenladungen, an die sich im Wasser gelöste Nährstoffe binden können. Dadurch wird die Auswaschung dieser Nährstoffe verhindert. In den vergangenen Jahrzehnten wurde ein dramatischer Verlust an Humus in den weltweiten Ackerböden festgestellt.
Wir haben in den Jahren von 1950 bis 1990 ein Drittel aller fruchtbaren Böden der Welt verloren. Grund dafür ist hauptsächlich die Bodenbearbeitung, Pestizideinsatz und fehlende Bodenbedeckung. Je weniger Humus ein Boden enthält, desto weniger Nährstoffe kann er in der Regel halten. In Folge muss immer mehr gedüngt werden. Durch die schlechtere Nährstoffversorgung der Böden ergeben sich immer geringere Erträge und an Mineralien verarmte Lebensmittel. Das Problem wird deutlich, wenn man sich den Verlauf der Düngeeffizienz ansieht. Kurze Zeit nachdem Kunstdünger eingeführt wurde, lag die Düngeeffizienz bei Stickstoff anfangs über 80%. Das ist der Anteil an Stickstoff im Dünger, der von den Pflanzen aufgenommen wird. Heute liegt die Stickstoffdüngeeffizienz im weltweiten Schnitt bei nur 17%. Die restlichen 83% des Stickstoffdüngers verflüchtigen sich oder werden ausgewaschen. Ich bin allerdings auch davon überzeugt, dass sich der Prozess der Entmineralisierung der Böden aufhalten oder sogar umkehren lässt. Pflanzen benötigen mindestens 14 Elemente aus der Erde, um überhaupt wachsen zu können. Diese Elemente müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Ist nur eines dieser Elemente im Mangel, leidet das Wachstum der Pflanze und sie wird krankheitsanfällig. Abgesehen davon ist nur eine optimal ernährte Pflanze in der Lage, das Bodenleben mit überschüssigem Zucker aus der Photosynthese zu versorgen. Die wichtigste Grundlage für die Entstehung von neuem Humus. Aus der Pflanzenforschung wissen wir, dass es darüber hinaus eine ganze Reihe an Elementen gibt, die die Pflanzengesundheit deutlich steigern können. Das lässt die Vermutung zu, dass es viel mehr als die 14 Elemente gibt, die entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit der Pflanzen und damit auch auf die Böden ausüben. Vielleicht braucht es auch alle 118 Elemente des gesamten Periodensystems. Das lässt sich gar nicht ausschließen. Entscheidend ist aber die Frage, welche Elemente wir nutzen können, um die Pflanzengesundheit kosteneffektiv zu steigern. Teilweise reichen bei einigen Elementen bereits wenige Gramm pro Hektar aus, um die Stressresistenz der Pflanzen sowie auch die Erträge zu erhöhen. Beispielsweise führten bereits 30 Gramm Selen pro Hektar aus, um den Ertrag von Linsen zu steigern und ihre Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu binden. Dadurch kann wiederum Stickstoffdünger eingespart werden. Bei Kartoffeln konnten nur 40 Gramm Chrom pro Hektar den Ertrag um 40% steigern. Bei einem Feldversuch mit Sojabohnen wurde eine Ertragssteigerung über 80% beobachtet, mit nur 2,5 Gramm Nickel pro Hektar. Es gibt hier viele weitere Beispiele, die eindrucksvoll belegen, wie viel sich mit minimalen Mengen bestimmter Elemente erreichen lässt. Diese Erkenntnisse schaffen es aber leider nicht in die angewandte Praxis. Hunderte Kilogramm NPK-Dünger pro Hektar sind immer noch Stand der Technik. Viel gravierender ist aber die Tatsache, dass in der Forschung immer nur die Wirkung eines einzelnen Elements untersucht wird. Über die Kombination der weniger bekannten Elemente ist dagegen fast gar nichts bekannt. Wüssten wir, wie Pflanzen, die sich bei optimaler Gesundheit befinden, auf elementarer Ebene zusammengesetzt sind, könnten wir sehr viel effizienter düngen. Das tun wir aber nicht. Wir wissen auch nicht, wie die ideale Nährlösung für Pflanzen aussieht, die hydroponisch, also ohne Erde gezüchtet werden. Wir vertrauen hier immer noch auf die Erkenntnisse aus den 1930er Jahren. Das sind aber zentrale Fragen, denn hier geht es sowohl um die Gesundheit der Pflanzen und auch derjenigen, die diese Pflanzen essen. Je näher wir der optimalen Zusammensetzung pflanzlicher Biomasse auf die Spur kommen, desto eher können wir die Pflanzen so ernähren, dass sie zuverlässig hohe Erträge liefern, kaum noch krankheitsanfällig sind und auch uns Menschen vollwertiger ernähren. Dadurch lassen sich große Mengen an Dünger und Pestiziden einsparen. Wirklich gesunde Pflanzen erzeugen durch Photosynthese derart viel Zucker, dass davon ein Großteil über Wurzelausscheidungen an das Bodenleben abgegeben wird. Dieser Prozess ist absolut entscheidend für den Aufbau von Humus. Pflanzen, die Mangelerscheinungen aufweisen, können das kaum leisten. Die Mengen an Dünger, die wir weltweit verwenden, steigen, während die Erträge fallen. Das muss sich ändern. Aus diesem Grund haben wir den Verein Mineralienwende gegründet. Wir wollen herausfinden, wie eine vollwertig ernährte Pflanze in ihrer elementaren Zusammensetzung aussieht.
Dazu führen wir derzeit eine Reihe von Pflanzenversuchen durch, um zu verstehen, welche Elemente in welcher Konzentration für die optimale Gesundheit der Pflanzen erforderlich sind. Die Elemente können wir in den Pflanzen mithilfe eines Röntgenfluoreszenzspektrometers in wenigen Minuten nachmessen. Diese umfassende Boden- und Pflanzenanalyse bieten wir auch kostengünstig für unsere Vereinsmitglieder an. Die Ergebnisse unserer Forschung wollen wir für alle zugänglich machen, verständlich und transparent. Damit wollen wir das Interesse an vollwertigen Lebensmitteln ins Bewusstsein der Menschen rufen. Wir brauchen dringend eine Mineralienwende. Wenn du unsere Forschung unterstützen und Mitglied in unserem Verein werden möchtest, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Webseite.